In Ägypten lief der erste Tag der Parlamentswahl wie zu erwarten mit einer schwachen Wahlbeteiligung an. An der Machtposition des ehemaligen Armeechefs al-Sisi, der seit 2014 Staatsoberhaupt ist, wird die Wahl wohl nicht rütteln. Keine Partei, die antritt, stellt sich gegen die Führung des Landes, weswegen gerade viele junge Menschen nicht zur Wahl gehen wollen. In der ersten Runde wird am Sonntag und Montag in 14 von 27 Regierungsbezirken die erste Volksvertretung seit dem Sturz von Ex-Präsident Mohamed Morsi 2013 gewählt. Es ist ein schönes Ereignis wie in jedem anderen Land auch. Wir werden nicht ewig um Hilfe bitten, sondern uns selbst helfen. Wir wollen nicht nach Geld fragen müssen und an Türen klopfen. Wir haben viele fähige junge Menschen. Alle müssen mit anpacken. Ich werde nicht wählen. Keiner dieser Kandidaten wird etwas für mich tun. Alle Abgeordneten machen viele Versprechen und halten sie nicht, also werde ich mir keine Mühe machen. Selbst wenn ich zur Wahl ginge, wäre es doch nutzlos. Aus Furcht vor Anschlägen erfolgte die Stimmabgabe unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Ende November findet die Wahl in den restlichen Regierungsbezirken statt. Das offizielle Wahlergebnis soll im Dezember vorliegen.